Hallo allerseits, schön, dass ihr wieder reinschaut hier bei Northern Delight Ohm Technik und Lifestyle Channel. Ich möchte euch heute mal wieder einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher vorstellen, und zwar ist es der XQB20 von Exquisite. Es ist der bisher kleinste Lautsprecher, der kleinste Bluetooth-Lautsprecher, den wir euch hier auf unserem Kanal vorstellen. Wie er klingt, wie er funktioniert und warum wir gleich zwei davon haben, das zeige ich euch nach einem kurzen Break. Das ist also die Verpackung des XQB20. Sieht alles schon sehr edel und klasse aus. Wenn wir den Magnetverschluss hier an der Seite öffnen, dann kommen wir auch an den Lautsprecher dran. Da müssen wir noch das Ganze hier rausheben. Das hier abnehmen. Und da haben wir den kleinen Lautsprecher. Des Weiteren in der Verpackung befindet sich hier noch das USB-Kabel und natürlich eine ausführliche Bedienungsanleitung. Ja, das ist der XQB20 in voller Pracht. Ihr seht, wie klein er wirklich ist. Hier nochmal das iPhone zum Beispiel im Vergleich dagegen. Und er fühlt sich unheimlich gut an. Er ist rundherum gummiert. Der Lautsprecher, das Lautsprechergitter oben ist aus Metall und dort sind auch seine Initialien XQ eingeprägt. Das Auffällige an diesem kleinen Lautsprecher ist allerdings diese Schlaufe. Und das ist nicht nur eine Schlaufe, an der ihr ihn tragen könnt, sondern dahinter verbirgt sich natürlich das 3,5 mm Klinkenkabel. Und etwas, was auch auffällig ist, wenn ihr ihn auf einem Untergrund setzt, dann ist er irgendwie, saugt er sich fest, klebt er fest. Das liegt daran, dass hier eine sehr stark gummierte Fläche unten dran ist und die hält ihm auch wirklich bei stark oder bei voll aufgedrehtem Lautsprecher auf dem Untergrund fest. Also der wandert nicht umher, wie viele andere Lautsprecher das gerne mal machen. Das könnt ihr hier sehen, wenn ich dagegen klopfe. Der bewegt sich nicht. Kannst du mal umdrehen und testen. Na, da seht ihr schon den Unterschied. Hier haben wir nun den Lautsprecher von der Rückseite. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier den Mini-USB-Anschluss für das Ladekabel und hier auf der anderen Seite den Ein-Ausschalter bzw. den Schalter, mit dem man den Lautsprecher in den Bluetooth-Modus oder in den Line-In-Modus versetzen kann. Dazu erzähle ich euch gleich noch mal ein wenig mehr. In der Mitte das kleine Loch, da steckt ihr dann den Mini-Klinken-Stecker rein, wenn ihr dann das Kabel als Schlaufe benutzen wollt. Um den Lautsprecher mit eurem Device zu verbinden, müsst ihr dort einfach in eure Bluetooth-Einstellungen gehen und schaltet dann den Lautsprecher in den Bluetooth-Modus. Dann drückt ihr vorne die breite Taste so lange, bis ein Signalton ertönt und dann befindet er sich im Kopplungsmodus. Jetzt könnt ihr beide Geräte ganz einfach miteinander verbinden. Jetzt möchtet ihr natürlich gerne hören, wie klingt denn der Kleine, und ich kann euch vorab schon mal sagen, er klingt für seine Größe wirklich klasse. Wenn ihr euch jetzt ein Urteil bilden wollt über den Sound, dann müsst ihr aber bedenken, hier über YouTube hört ihr das Ganze natürlich über eure Lautsprecher und nicht so sehr über ihn hier. Ich mache es aber trotzdem einmal und schalte die Musik einmal ein. Die Lautstärkeregelung erfolgt dabei natürlich über die Regler am Device, weil der Lautsprecher selbst über keine Lautstärkeregelung verfügt. Ja, und ich muss sagen, das klingt doch schon mal ganz klasse. Kommen wir jetzt mal zu dem, was ich euch eingangs schon gezeigt hatte, nämlich den zweiten XQB20. Und da ist der Clou, ihr könnt nämlich beide Lautsprecher miteinander verbinden. Dazu drehe ich den ersten einfach mal um. So, wenn ihr beide miteinander verbinden wollt, dann müsst ihr den zweiten einfach in den Line-In-Modus versetzen und das Lautsprecherkabel mit dem ersten Lautsprecher verbinden, so wie ich das jetzt hier einmal mache. Und dann spielt die Musik über beide Lautsprecher ab.
wie ich finde, sehr cool, was sich Exquisite dort ausgedacht hat. Wenn ihr noch Fragen zum XQB20 von Exquisite habt, stellt sie uns hier gerne bei YouTube in der Kommentarbox oder bei uns im Blog. Dort findet ihr auch noch weitere Informationen, zum Beispiel die technischen Daten und ein paar Detailaufnahmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sage Tschüss, euer Holger.